Ich bin jetzt hier gerade aus dem Plenarsaal gekommen, habe eine Rede zur heutigen Wahlrechtsreform gemacht, die wir strikt abgelehnt haben. Ich hatte das in 18 Jahren Bundestag noch nicht, also dass ich und die CDU, CSU, ich und der Kollege Dobrindt einer Meinung gewesen sind. Aber hier geht es nun wirklich um eine Sachfrage, um etwas ganz Substanzielles. Diese Wahlrechtsreform ist im Sinne der Trump-Republikaner geschrieben worden, wie man durch Tricksereien sich Mehrheiten zurechtzimmern will. Es kann sein, dass wenn das jetzt so, wie es heute ist, angewandt wird, dass beispielsweise komplett die CSU nicht mehr mit Abgeordneten vertreten ist, dass die Linke nicht mehr mit Abgeordneten vertreten ist. Nun bin ich kein Freund der CSU, aber diese konservative Politik gehört hier auch in den Bundestag, genauso wie eine linkssozialistische Politik, weil sie natürlich auch ein Spektrum von Bürgerinnen und Bürgern abwählt. Ein ganz trauriger Tag heute und diese bigotte Arroganz der Ampelkoalition ist schlicht nur noch widerlich.